Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde R4. Ja, schöne Warski-Ränke. Wir sind nicht am Meer, könnte man meinen. Wir sind am Ladoga-Archipel. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aufnehmen. Zumindest das Gesabbel von mir, weil das Mikro war auf Aus. Und deswegen ist hier die Diskrepanz zwischen 21 Minuten und gerade dieser Ränke. Also eigentlich waren wir nur eben knapp eine Stunde angeln und hatten 300 Silber. Wir sind hier mit Weki unterwegs und da ist rumgekommen ein Flussbarsch, Ladoga-Lachs, schöne Saiblinge. Der ist leider nicht mehr drauf. Der war drauf, aber Mikro war ja nicht an. 3,6 Kilo der größte. Dann eine Quappe, eine Ripsusmaräne, maräne gerade die Ränke, ein paar Zander, auch sehr schön, und eine Zwergmaräne. Ja, also muss ich jetzt nochmal ein Ticket lösen. Musste nochmal hier hinfahren. Ist nicht so schlimm. Ja, wir machen das Ganze hier wie am Meer. Ja, also, ich bin jetzt einfach mal, ich habe mir so gedacht, ja, die Büffelfische, ich kann sie nicht mehr sehen. Die laufen zwar immer noch überall. Arschakom, also komm. Archipel war es ja schon ewig schon um drei Jahre nicht mehr. Da fährst du einfach mal hin und probierst mal auf Weg rum. Und klappt auf jeden Fall ganz gut. Macht auch super Spaß. Und äh, ja, man sucht einfach eine Stelle aus. Lässt die ganze Kacke auf Grund runter und dann pilgt man einfach nur. Wir sind jetzt hier 30 Meter, deswegen habe ich auch die Meeresschnur drauf, weil bei einer Stationärrolle sehe ich ja es ist schwer, wenn das unten angekommen ist. Man sieht ja nicht das Abrollen. Auf jeden Fall stehen wir hier äh, am 26 Meter Bereich, hier links. Ja, und da lassen wir das Ganze einfach auf Grund runter und das war's. Ziemlich coole Geschichte. Man hat auch natürlich ein bisschen Leerlauf dazwischen. Ziehen nochmal auf 25 Meter an. Und äh, ja, geangelt habe ich mit den größeren wackis Wir gucken jetzt mal rein. Also mit den 405ern, die 11,5 Zentimeter. Ich hatte nur den 01er und 02er bei und noch einen anderen Krüppel, der hat aber gar nichts gebracht. Die besten Bisse kamen auf den 01er, beziehungsweise den größten Teil habe ich auf den 01er geangelt. Aber in den Rekorden findet man auch den, ich euch jetzt zeige, den habe ich mir gerade geholt. Da es sowieso an Land war, den tun wir jetzt einfach mal drauf. Hier diesen 0,5er, ja, vor allem für die Bachseiblinge. Den testen wir jetzt noch mal eine Runde. Bin mal gespannt, ob der was bringt. Aber so an für sich bin ich echt zufrieden. Schöne bunte Vielfalt. Kommen auch schon mal bis... Äh, so beim Absinken, vor allem diese Ludoga-Renken, die beißen schon mal gerne da auf 10 Meter. Wenn man dann aber auf 10 Meter anhält, dann passiert nichts beim Pilken. Lustigerweise fängt man sie dann aber auf Grund. Jetzt sind wir hier. Gucken wir mal, ob der was bringt. Aha. Zumindest so mal direkt ein Biss. Könnte ein kleiner Stint sein. Gucken wir mal. ein stint wer hat's gedacht egal hauptsache bis sage ich immer und ein bisschen spaß Na, wir treiben schon ein bisschen trotz anker da muss man immer ein bisschen im auge halten und ja waren auf jeden fall 290 silber in 50 minuten eben gewesen ist in ordnung <laughs> kann man schmeckern und wenn man sich hier die ganze karte mal so anguckt halleluja also wer spaß an wacky hat hier 18 meter bereich hier ein 27er dann 15 meter ja, das ist schon auf jeden fall ordentlich hier kann man sich <laughs> schön austoben auf jeden fall werde ich auch ab und zu mal machen jetzt macht auf jeden fall spaß habe ich früher auch viel am ladoga see gemacht aber da ist ja äh, das irgendwann mal umgeändert worden <laughs> Da geht auf weg hier nicht mehr viel hier umso besser am Ladoga See geht ja quasi nur noch äh, das meiste auf Pose mit den Ränken. auch eine schöne Sache aber so kann man dann hier auch mal ein bisschen wacky machen gehen noch mal ganz runter ich mal lieber den Einsatz draufgelassen ne ich Idiot weil der scheint echt am besten abzugehen auf jeden Fall Hm. Wir machen jetzt noch mal schnell den 1 dran der geht irgendwie immer <laughs> lustigerweise 01 und runter ja ich habe jetzt einen 4er haken drauf die die kleineren würmer gehen ja nur bis auf maximal Sechser. er 13,6 Kilo Vorfach, weil es könnten ja auch Zander-Trophäen reingehen oder Quappen ab 9 Kilo und so ein Zander macht ja auch Rabatz, wenn er da nur ein 7 Kilo Vorfahrt drauf hat. Selbst die äh, mhm. bach als Trophäe gehen ganz schön ab und an der Bissfrequenz schattet er am Anfang kleiner kleineres Vorfach drauf oder dünner. Hat sich das jetzt nicht so viel geändert? Also ist auf jeden Fall gleich geblieben. Deswegen nutze ich dann lieber das 13 Kilo. Ihr seht, der einsatz geht auf jeden Fall besser. Schöne Ränke. Ja, wollte ich euch mal zeigen. Vielleicht der ein oder andere, der Spaß hat an Wecki. Hinstellen, Anker werfen, pilken. Und das war's. <laughs> Coole Sache. Ich wünsche euch den Frieden. Schönen Start in die Woche, Petri Lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.